kommt jetzt der große Krieg im Nahen Osten, stehen wir wieder vor einem bahnbrechenden Moment in einer doch verrückten Zeit während der Pandemie. Werden Länder zu militärischen Maßnahmen greifen, ja oder nein? Und wie sieht es natürlich, das passt perfekt zusammen, wie sieht es dann mit der Rohstoffversorgung weltweit aus? Wie sieht es mit dem Energiekonsum weltweit aus? Werden die Ölpreise vielleicht weiter ansteigen oder werden sie vielleicht doch wieder fallen? Wird die Inflation zunehmen oder wird sie doch, wie so viele sagen und gerade auch die Notenbanken sagen, nur vorübergehend hoch sein und dann wieder abnehmen? Hallo, mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name heißt Hannes Hartnagel. Und heute präsentieren wir euch wieder ein brandheißes Video zum Thema Geopolitik, Rohstoffknappheit und Engpässe auf globaler Basis. Servus Hannes, ein, ich würde sagen, sehr, sehr spannendes Thema heute beim Invest Invest YouTube-Kanal. Und ich würde sagen, schießen wir gleich direkt los, gehen wir rein in das doch spannende Thema für das heutige Video. Ein sehr, sehr heißes Thema, Benjamin, und schießen wir los. Das sind die richtigen Schlagworte, die zu diesem Video passen. Denn eines muss man ganz klar sagen, was momentan auf der Welt so passiert, das kann alles kein Zufall sein. Wir erleben zwar einerseits die große Reopening-Party und wie gesagt, Deutschland impft sich gesund, Deutschland impft sich in die Freiheit zurück, während auf der ganzen Welt die Spannungen zunehmen. Seit Joe Biden zurück im Weißen Haus ist, habe ich in einem der letzten Videos gesagt, gibt es mittlerweile im Norden, im Mittleren und im Fernen Osten viele Spannungen an militärischen Schauplätzen. Wie gesagt, die USA hat einen Schauplatz mittlerweile mitten im Land und zwar die Ölpipeline, eine der wichtigsten Ölpipelinen vom Golf von Mexiko über Houston, Florida, rauf bis nach New York, ist durch einen Cyberangriff lahmgelegt worden und der nationale Notstand wurde ausgerufen. Natürlich hat man dann gleich einen Schuldigen, ohne auch irgendwelche Beweise zu nennen. Es steckt vermutlich, wie so meist, hinter Cyberangriffen Russland dahinter. Und genau Russland ist auch jenes Land, ganz spannend, Benjamin, neben Jordanien, Türkei, Ägypten, Katar, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate, die schwere Vorwürfe gegen Israel und ihre Verbündeten, damit auch die USA, hegen wegen Zwangsenteignungen, wegen Angriff auf Zivilisten und eine Erstürmung einer Moschee. Das muss man ganz klar sagen, da gibt es harten Tobak von dieser Seite. Wie gesagt, auch natürlich die Hamas bombardiert momentan Israel, Städte in Israel und der eiserne Schutzschirm über Israel scheint zu wirken. Die Abwehrraketen können bis NATO alles noch abfangen, aber wie gesagt, es ist schon mittlerweile ein heißer Konflikt hier in Israel wieder entflammt. UNO-Generalsekretär, der gute Antonio Guterres, verurteilt natürlich die Angriffe von der Hamas auf Israel und auch die Ausschreitungen in Israel können da nichts dagegen machen. Spannend wird es, was das Ganze mit dem Ölpreis macht. Wie gesagt, jetzt fängt das ganze Fass im Mittleren Osten wieder richtig zu brodeln an. Der Iran ist zwar mal kurz weg vom Schirm, aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich dieser Konflikt, der jetzt so viele Länder involviert hat, neu entflammt und dann richtig einen Flächenbrand wird. Benjamin, aber das Wichtige ist nicht, was Joe Biden dazu sagt. Das Wichtige ist nicht, was Hamas oder auch die israelische Regierung unter noch Netanyahu dazu sagt. Wichtig ist, was Greta dazu sagt. Denn auch dazu hat nun unsere Greta Thunberg eine Meinung. Und dort postet sie kräftig unter dem Titel Hashtag Gaza under attack. Liebe Greta, ganz, ganz spannend, was du da machst und ganz, ganz spannend, wer auch deine Auftraggeber sein mögen. Man muss aber eins ganz klar sagen, das Motto, das sagt ja Greta selbst von sich, von ihr ist, I want you to panic. Und damit geht sie eigentlich in der globalen Elite konform. Man will die Panik erzeugen. Man will die Panik erzeugen an den Märkten. Man will die Panik erzeugen um den Mangel, um die Verknappung, um dann alle möglichen Agenten durchzudrücken. Und eine Sache, die Greta sich ja an die Fahnen geschrieben hat, mittlerweile nur noch eine Randnotiz, ist ja das Klima. Und da muss ich eines ganz klar sagen, nirgends und wenig Themen sind so unhinterfragt wie das Klima. Man darf das Klima nicht mehr hinterfragen, ohne nicht in eine rechtsradikale Ecke hintergestellt zu werden. Also das Klima darf man schon hinterfragen, aber den Klimawandel darf man nicht hinterfragen, den von Menschen verursachten Klimawandel und ob die eine oder andere Maßnahme dann auch so sinnvoll ist. Und Benjamin, da muss man ganz klar sagen, in dem Land, das mehr CO2 verursacht, wie jedes andere Land der Welt, China, dort ist es wenig Thema. Da gibt es auch keine grüne Partei. Da gibt es auch wenig grüne Demonstrationen und da gibt es auch wenig um grünen Deal. Und von dem her ist es ganz, ganz spannend, was da in der westlichen Welt so gemacht wird, ohne jetzt auch Donald Trump zu zitieren, aber man sollte das Thema schon einmal hinterfragen dürfen.
Denn eines ist ein Faktum, Benjamin, das hat mich dann schon ein bisschen verwundert, dass dieser CO2, diese bedingungslose CO2-Zahlenabfolge, der wir uns alle unterlegen haben, ähnlich ist wie die Pandemie-Zahlen. Es wird alles mit Zahlen gerechtfertigt und der CO2-Wert muss gesenkt werden. Das CO2 und gewisse andere Zahlen sind unhinterfragt. Das sind das Ultimum, nach dem wir uns alle zu richten haben. Wenn man dann weiß, dass dass das Haupttreibhausgas mit 60% Wasserstoff ist und nur 97% von dem CO2 in unserer Atmosphäre natürliches CO2 ist und nur 3% von Menschen verursachtes CO2 sind, dann hat das natürlich schon ein bisschen eine andere Gewichtung und Bedeutung in meinen Augen. Und das sollte man schon immer bedenken und auch vielleicht ein bisschen kritisch sehen, wenn wir in Zukunft Steuererhöhungen, Abgaben, Enteignungen, alles Mögliche unter dem Titel der CO2-Senkung, die Zahlen, der CO2-Wert stimmt nicht, wenn alles damit gerechtfertigt wird. Ich bin der Meinung, jedes Regime arbeitet mit Kontrolle und Angst. Ich bin der Meinung, dass man dazu immer logische Zahlen braucht, die an jeder Mensch auch glaubt. Aber wenn man die Parameter nur etwas verändert, dann hat alles ganz ein anderes Gesicht. Und da darf man nicht hinschauen. Der Rahmen, in dem wir diskutieren dürfen, der ist unumstößlich. Und wenn man dagegen verstößt, dann verschwindet man. Ja, das ist die große Gefahr. Das ist die große Gefahr in der aktuellen Zeit. Wie wir schon im letzten Video gesagt haben, der Populismus, der grassiert einfach derzeit und man darf eben nichts hinterfragen. Nichtsdestotrotz, der Markt gibt uns mit seinen Bewegungen, mit seinen Preisbewegungen hier eindeutig Marschrichtung, wo es hingeht. Und wir haben derzeit ganz klar Engpässe überall im Markt. Und wenn wir gerade wie von Hannes angesprochen, Greta Thunberg gesprochen wird, da müssen wir natürlich auch über das Thema Rohstoffversorgung, Nahrungsmittelrohstoffversorgung sprechen, denn natürlich hat das Klima mit der aktuellen Schlechtwetterperiode oder wie soll man sagen, Trockenwetterperiode zu tun. Und also, da gibt es wieder Nachrichten aus Brasilien, denn die globale Zuckerknappheit, ja, Zucker ist knapp, wie auf einmal alles mittlerweile knapp geworden ist innerhalb von 1,5 Jahren hier auf der Welt. Zucker ist knapp und diese Knappheit könnte sich auch verschlimmern, da wir derzeit neue Daten bekommen, die ja weltweite Krise, so muss man es fast schon sagen, der Zuckerversorgung, die wird sich angesichts ja einer Debatte zwischen den Lebensmitteln und dann doch Kraftstoff im Top-Exporteur Brasilien, in dem Land vom Top-Exporteur Brasilien einfach abspielen. Das wird sich verschärfen in der nächsten Zeit. Die südamerikanische Nation, also Brasilien, verzeichnet jetzt gerade Rekordpreise eben für Ethanol unter anderem, weil halt auch dort Lockerungen stattfinden und immer mehr sich wieder, wie soll ich sagen, auf die Straße bewegen. Es wird immer mehr Konsum, der Konsum nimmt wieder zu und selbstverständlich werden dadurch die Preise von Biokraftstoff zum Beispiel, die werden einfach massiv steigen. Ja, und warum sprechen wir über das Ganze? Das ist eben ein globaler Trend, über den wir reden. Wir reden ja nicht nur über Zucker, wir reden nicht über Ethanol. Wir sprechen wirklich über alle Rohstoffe generell. Und diese Zuckervorräte in Brasilien, die wurden halt von einer schweren Dürre, so ein Zufall, getroffen. Und selbstverständlich ist jetzt gerade schon das ganze Zucker eigentlich schon verkauft. Also auch schon im Vorhinein, man hat mehr oder weniger schon die ganze Ware verkauft. Und man fragt sich jetzt, gut, wie versorgt man über, wenn diese Ware dann verkauft ist, wie versorgt man dann mehr oder weniger den Konsum nach wie vor mit Zucker? Und kein Wunder, Hannes, die Preise sind in den letzten 12 Monaten um 73% gestiegen. Dieser Anstieg der Zuckerpreise scheint erst der Anfang gewesen zu sein. Es wird weitergehen und selbstverständlich wird das auch, wie wir alle wissen, Nahrungsmittelpreisinflation verbindet sich immer perfekt mit Revolutionen, mit Ausschreitungen, mit einem Vertrauensverfall der Bevölkerung gegenüber den Regierungen. Also eines muss man ganz klar sagen, ganz egal, Hannes, ob eine Greta hier vorausgeht und alle perfiden Methoden generell, die versucht werden heute, um die Menschheit ruhig zu halten, egal ob das Helikoptergeld ist, eine Greta, ein Kind, das mehr oder weniger über so emotionale Themen spricht, es gibt überhaupt keine Skrupel mehr, es ist ja ein Wahnsinn, was passiert. Nichtsdestotrotz werden die Menschen aufwachen, da sind wir uns einig bei Invest in Best, wir werden trotzdem in eine viel, viel bessere Welt gehen und dieser Umbruch, der jetzt gerade so scheint, als würde er niemals enden, dieser Umbruch wird der größte Aufbruch überhaupt in unserem Leben sein, denn wir bekommen diese Chance, die unsere Großväter und Großmütter nach dem Krieg bekommen haben. Das bedeutet, wir kriegen keinen, hoffentlich keinen Nachkriegsaufschwung, sondern einen Post-Covid-Aufschwung. Und dieser Aufschwung ist natürlich mit sehr vielen Chancen wiederum gepaart. Derzeit ist es eben so, dass alle Menschen in die Negativstimmung kommen. Diese Negativstimmung wird weiterhin verschärft. Es wird schlimmer werden, bevor es besser wird. Aber genau da liegt diese Riesenchance. Ja, Zucker ist ein Teil des großen Rohstoffsektors. Natürlich
Dann sprechen wir ganz, ganz viel über Rohstoffe. Das ist der Trend derzeit bei Invest in Best. An jeder, den das interessiert, für nächste Rohstoffchancen, nächste Chancen in dem großen inflationären Umfeld, im Umfeld der Knappheit, jeder, der das möchte und vielleicht den ein oder anderen, ich sage es jetzt, Rubel, ja, den Rubel verdienen will, der kann natürlich bei uns die Jahresmitgliedschaft mit 33% Rabatt jetzt hier unter diesem Video gerne, wie soll ich sagen, kaufen und dann in diesem Sinne bei uns mit dabei sein in der Community, wo wir alle zwei Wochen eben über Updates über die Rohstoffmärkte geben, Zyklen-Updates alle drei Monate, die Großwetterlage uns anschauen. Wir sprechen über ja, ganz, ganz viel über Mindset, Realwirtschaft, Brasilien, ganz großes Thema natürlich auch beim Hannes, die Schwellenländer derzeit. Die Chancen waren wirklich niemals so groß, wie es jetzt ist, aber doch fokussieren sich die meisten eben auf die Negativdinge. Und genau deswegen gibt es uns, die das Ding umkehren. Und genau deswegen, Benjamin, sage ich, man kann nicht den einen oder anderen Rubel vielleicht dazu verdienen oder noch besser vielleicht den einen oder anderen Bitcoin dazu verdienen. Das bleibt dann in der Hand des Gestalters, der es tut. Und von dem her sind wir da gespannt. Aber Benjamin, woraus ich noch unbedingt loswerden wollte, ist eine wichtige Sache in meinen Augen. Und zwar folgendes. Wir haben letztes Jahr, das war im Frühjahr, gewarnt, dass im Hintergrund am Holzpreis sich ein großer Tsunami schon abspielt. Dann haben wir ab Spätherbst heuer gesehen, was mit den Preisen passiert ist. Und jetzt erleben wir es im Außen in den Realwirtschaften beim Konsumenten auch schon angekommen, was da am Holzmarkt passiert. Wie gesagt, die Vorzeichen haben vor einem Jahr stattgefunden. Und jetzt, Benjamin, stoße ich immer mehr auf neue Indizien, die mich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verunsichern, aber zum Nachdenken zwingen. Und zwar, man bekommt gerade im Stahl, im Kunststoff, in den großen Industrien, auf Anfrage, auf Preisanfrage natürlich schon lange keine Preise und Lieferzeiten mehr, aber man hat zumindest noch Größenordnungen gehabt. Und da ist das zweite und dritte Quartal derzeit noch lieferfähig. Für Ende drittes Quartal, Anfang viertes Quartal bekommt man keine Informationen. Man bekommt keine Angebote und man wird dort dann neu verhandeln. Aber das ist schon ein eigenartiges Indiz, dass man sich jetzt an und für sich weigert, für die Zukunft Kontrakte abzuschließen, dass man überhaupt nichts mehr eingeht, weil man einfach nicht weiß, was kommt. Und das ist eine starke Unsicherheit an den großen Rohstoffmärkten. Ich glaube nicht, dass dann wahnsinnig viel mehr produziert werden wird, wenn so eine große Unsicherheit da ist. Dann ist man nicht bereit, groß neu zu investieren, groß neu da aufzustocken von den Grundstoffen, von den Rohstoffen her. Und das natürlich wird dann vielleicht der Todesstoß für diese Inflationswelle, die auf uns zurollt, sein. Man kann sich vorbereiten, man kann diese Chancen nutzen. Das sind riesige Chancen, das sind Chancen, die sich nicht so oft ergeben. Und genau deshalb sollten wir jetzt eben gemeinsam ins Tun kommen, gemeinsam diese Chancen reiten. Und ich sage gemeinsam eben deshalb, weil monetär Macht erlangen, monetär reich werden, die eine oder andere Chance mitzunehmen, das kann jeder von uns alleine. Mit dem richtigen Wissen und Skillset, das man bei uns lernen kann, ohne Zweifel. Das kann aber jeder dann alleine tun. Aber diese neue Welt gestalten, diesen gesellschaftlichen Umbruch, diesen sozialen Umbruch, der noch viel heftiger ist als der wirtschaftliche und monetäre, den können wir nur gemeinsam gestalten. Und genau deswegen gibt es Invest in Best auch. Genau deswegen, dass wir euch das ganze finanzielle Skillset, um im Erfolg zu haben, zu lernen, aber auch um ein Mindset, ein Erfolgsmindset, um eben diese Gewinne, diesen Erfolg dann auch umzusetzen im Außen für vielleicht auch andere Menschen zu manifestieren. Und das macht gemeinsam wahnsinnig viel Spaß. Dazu haben wir uns bei Invest in Best verschrieben. Das ist das Wahrheitsprojekt und es würde uns wahnsinnig freuen, wenn du uns mit auf diesem Weg begleitest. Ja, und bitte eben auf keinen Fall vergessen, den Kanal abonnieren. Wir werden viele, viele, viele Updates zu Knappheit bringen. Wir werden viele Updates zu Versorgungsengpässen bringen, weil die sind derzeit überall. Wir sind hier ganz, ganz vorne mit dabei, haben die Daten hier ad hoc da bei Invest in Best in-house. Deswegen unbedingt jetzt Kanal abonnieren, Glocke nochmal anmachen, nicht vergessen und natürlich kommentieren. Und in diesem Sinne sage ich wie immer am Ende dieses Videos, vergesst bitte niemals, gerade im Jahr 2021 schlafen die Zyklen sicherlich nicht. Nutzen wir deshalb jetzt gemeinsam die Chancen daraus. Bis morgen und danke fürs Zuhören. Tschüss.